Hallo und herzlich willkommen zu Skyrim. Ja, beim letzten Mal hat uns der Händler ja gesagt, wir sollen den Ring, den er versehentlich angekauft hat, zurückbringen. Und dazu müssen wir jetzt hier einbrechen. Erhalten Randhund. So, und dann wie bei Madesi eine andere Art. Da haben wir das. Utgard? Gehen wir? Wir gehen. Geht voran. So. Neue Stufe. Ausdauer. So, und da meine Verzauberung auf 90 ist, setzen wir jetzt hier den Verzauberungsschub nochmal ein, damit wir beim nächsten Mal den Zusatzeffekt bekommen. Dann können wir zwei Zauber auf den Gegenstand wirken. Und da ich endlich eine neue Rüstung haben will, macht das durchaus Sinn. Ja, ich weiß noch nicht, ne? Also es kann sein, dass ich mir eine Zwergenrüstung mache, denn ja, zwischen den Folgen habe ich so ein bisschen. Mein Vater sagt, wir müssten einfach unser Leben weiterleben. Ja, macht das Als so. wäre das so einfach. Ja, so ein bisschen mein Inventar aufgeräumt. Und da fiel mir auf beim Verbessern von Zwergenrüstungen, dass die jetzt doch sehr viel besser ist als die Rüstung, die ich trage. Einzige Problem ist natürlich, dass Zwergenrüstungen scheiße aussehen. So. Dann haben wir noch hier den Walgruuf gibt uns keine klare Antwort. Tollkirschenextrakt. Er ist ein echter Nord. Und den bringen wir jetzt mal hier dem Wundpferd ins Gefängnis. Damit wir die Quest auch mal aus dem Questlog raus haben. Wunfert. Was auch immer man euch über meine Fähigkeiten erzählt hat, ist vermutlich wahr. Ja, ich habe ja noch eine Lieferung. Ach ja, der Extrakt. Gut. Ist natürlich giftig, aber kann durchaus nützlich sein. Ihr wollt wohl etwas für eure Mühen haben. Wäre schon Hier. schön. 600. Okay. Komm, kannst du mir ein Passt bisschen auf, was. an was oder an wem ihr sie ausprobiert. Ja. Komm, wir machen. Komplett. Damit wir auch mal was Stärke trainiert. und Stahl sind ja schön und gut, aber die Magie ist die wahre Macht dieser Welt. Finste. Ne? Sollte man immer machen. Man sollte immer nach jedem Level-Up irgendwie einen Trainer aufsuchen. Bei mir ist es ja diesmal so ein bisschen
komisch. Und ich weiß jetzt auch, woran es liegt. Ich habe eine Mod installiert, weil ich habe mich ja hauptsächlich auf immersive Mods festgelegt, sagen wir mal so. Ja, also ich habe so ein paar Mods, die ich extra für das Let's Play habe. Wie zum Beispiel, dass ich 10.000 Gewicht tragen kann. Dass ich die Questmarks für die Steine von Barrancia habe. Ne, dass ich reiche Händler habe. Die sind extra fürs LP. Aber ich habe eben auch Mods, die das Spiel immersiver machen. Ne? Sprich hier Obsidian Weather, ne? Oder die Brücken von Skyrim. Die immersiven Citizens, also dass die Bürger nicht andauernd die gleichen Sachen sagen, ne? Und dass sie ein bisschen menschlicher reagieren. Die Laternen, die am Wegesrand stehen. Ne? Ich habe jetzt noch mal eine neue Mod runtergeladen, über die ich richtig glücklich bin, aber die sehen wir uns später an. So, und als ich noch mal so die ganzen Mods so durchgegangen bin, habe ich eine Mod, die nennt sich Immersive Movement. Na, so, und ich habe eigentlich gedacht, dass sie halt nur so ein bisschen die Bewegungen realistischer macht. Macht sie auch, allerdings auf eine andere Art und Weise, als ich gedacht habe. Bar, denn gibt uns keine klare Antwort. Och, der labert. Er ist ein echter Mann. Also sie macht die Bewegung immersiver, aber das ist nicht alles. Ne? Bei Menschen ist es eben so, dass sie das normale Lauftempo sehr viel langsamer ist. So, und ich habe eigentlich gedacht, also ich habe es gemerkt, ne, dass ich mich sehr viel langsamer bewege. Nur ich habe gedacht, es liegt daran, dass ich diesmal mit schwerer Rüstung und eben auch mit einem Zweihänder spiele. Ne? So, jetzt habe ich in der Mod nachgelesen. Nee, das ist eben so. Als Player bewegt man sich halt sehr viel langsamer. Ne? Also man kann nicht mehr so durch die Gegend rennen wie gehabt. So, und auch eben die Waffen haben extremen Einfluss auf eure Beweglichkeit. Und da extremst die Zweihänder. Ne? Deswegen, also, ich habe mich schon gewundert, weil das Schwingen ist wirklich langsam wie sonst was. Ne? Man ist auch kein olympischer Schwimmer mehr, steht da so in der Mod-Beschreibung. Auf der anderen Seite sind zum Beispiel Tiere wie Säbelzahntiger sehr viel schneller. Pferde sind sehr viel schneller, was dann eben noch mehr Sinn macht, ein Pferd zu benutzen. Ne, weil man ja selbst sehr viel langsamer ist und eben Pferde ein Stück weit schneller. Drauger beispielsweise sind auch wiederum langsamer, ne, weil sie halt da seit tausenden Jahren irgendwo in irgendwelchen Kryptern rumliegen. Aber eben, weil sie eben seit tausenden von Jahren quasi ihre Waffen gemeistert haben, haben zum Beispiel die Zweihänder keinen Einfluss auf sie. Also sie können euch mit einem Zweihänder umballern, als wenn das ein normales Einhandschwert wäre. Ne? Dremer-Artefakte sind sehr viel schneller. Vampire sind schnell und tödlich. Also da freue ich mich schon drauf, wenn ich einem Vampir begegne. Werwölfe sind extremst schnell geradeaus. Ne? Und Dedras und Atronarchen sind schnell und flüssig in ihrer Bewegung. Und das erklärt für mich so ein bisschen, warum sich das so komisch anfühlt, so ungewohnt. Und dass ich von Taugenichtsen mal eben so gefinisht werde. Ne? Es macht das Gameplay etwas schwieriger, aber ich find's gar nicht mal verkehrt. Ne? So, was haben wir denn jetzt vor?
Ja, komm, wir gehen endlich jetzt mal zum Bettler. Das hatten wir schon die ganze Zeit vor. Dann machen wir das auch mal. Naja, also ihr merkt, ich komme mir vor, als wenn ich... Ist das hier richtig? Gib dem Bettler Almosen, jo. Oh, Mann, eine neue Questline. So, und wir sind ja gerade hier in Windhelm. Von daher hatte ich so... Wo ist er denn? Hatte ich die Idee, nach Solstheim zu fahren. Aber wir wurden ja noch nicht mal von den Typen angegriffen. Hm. Ja, was mache ich da jetzt? Beten? Oder ihm 100 Goldstücke geben? Komm, wir beten. Anstatt euch Almosen zu geben, werde ich für euren Wohlstand beten. Ich verstehe. Bis zum nächsten Mal. Keine Ahnung, ob das richtig war. Aber genau das gefällt mir an der Anniversary Edition. So. Und dann gehen wir jetzt mal ein bisschen... Beziehungsweise wir versuchen mal eine Dedera-Quest. Und die ist eigentlich, wenn es normal läuft, schon schwer genug mit den ganzen Zauberern. Da frage ich mich, wie das gleich läuft mit dem Immersive Movement. Na Blitz, ich kann die Rüstung auf überhaupt nicht leiden. Ach so, ja, ich habe irgendwie wird ja jede 30. Folge ein bisschen spezieller. Steine sehen aber gut aus. Was? Oh. Ein Drach. Ihr sterbt noch heute, Drache. Wo ist er? Eisdrache. Eisdrache ist nichts gut. Toll. Streckt ihn nieder. Vernichtet den Drachen. Ihr sterbt noch heute, Drache. Komm ran!
gelaufen. Keine Ahnung, ob es daran lag. Sag mal, haben wir... Ah ja, da ist Rutgert. So, da wollen wir hin. Morwunska. Ist ja wunderbar. Utgard, komm ran. Mach Fackel aus. Ich komm. Wir sollten da vielleicht ein bisschen klug an die Sache rangehen und vielleicht vorher auch mal speichern. Noch ein Wolf. Geh weg! Glaubt ihr etwa, dass ich Antwort habe? Dann können wir auch da reinstürmen, ne? Wenn die beiden da reinstürmen, stürmen wir hinterher. Ist das schon alles? Himmelsrand gehört dem Mann. Bam! Kriegst du ein. Utgard, du bist ein Killer. Eisgeist-Szene. Sehr schön. Die brauchen wir. Kennen wir schon. Ja, irgendwie wird jede 30. Folge eine Special-Folge. Denn ja, ich habe die letzten zwei Tage habe ich mich nur mit Mods beschäftigt. Um es noch schöner zu machen. Mehr, also hier die Kalle. Eklig, die Viecher. Ja, ich habe mich die letzten zwei Tage nur mit Mods beschäftigt. Ich habe gar nicht gezockt. Ich habe nur Mods ausprobiert, hin und her. Und ich habe jetzt eine gefunden. Weißlauf sieht jetzt so geil aus. Und was mir halt wichtig war, war, dass ich halt... Ja, ich mag halt eine Veränderung, ne? Aber die muss nicht so sein wie bei Gronkh, dass ich hier quasi... der den Charakter der kompletten Stadt verändert, ne?
Wie zum Beispiel bei dieser einen Mod, die in der Diebesgilde da so ein Drehmapodest platziert hat. Ne? Erstmal hat sie nicht wirklich funktioniert. Ne? Das Spiel stürzt dann dauernd ab. Was natürlich eben auch an der Anniversary Edition liegen kann. Da sind ja viele PC-Spieler, die sind ja... Ne, das zum Beispiel, das find ich super. Ne? Also sie steht da hinten, ist alleine, keine Gefahr, macht sie selber die Fackel an. Das ist... durch diese... Wohnt hier wer? Ich höre jemanden hämmern. Komm, Utkin, wir gucken mal, wer da hämmert. Sie saufen Tag und Nacht. Und ich? Was ist mit mir? Ich arbeite an der Schmiede. In der Schmiede. Warum brauchen Sie mich dazu? Wir verwenden Magie, keine Waffen. Kalle. Lass es bleiben. Schmiedekunst. Sehr schön. Eisenerz, Silbererz, Eisenbarren. Die Lichtstrahlen, die sind... Sehen cool aus, aber ich weiß nicht, wo die herkommen. Aha, von der anderen Seite verriegelt. Dann ist das der Rückweg. Hängemoos. So kann ich denn jetzt? Ich habe doch gerade... einen großen? Okay. Hauptsache, das Ding ist geladen. So ein Knochenwolf hat eine große Seele? Gut zu wissen. Das ist die eklige Stelle. Da ist ein Typ da hinten. Ey, der haut dir Feuerbälle um die Ohren. Macht euch bereit. Da vorn wartet Ärger. Ja, ich weiß. Wo ist der Ärger denn? Da ist der Ärger.
Hier drüben, sagt sie. Lass das sein. Du bist der Arsch, ne? Alter, dass ich so langsam sein muss, ne? Alter! Feuer, Frost, Blitzschläge! Feuer, Frost, Blitzschläge! Ich geb dir Blitzschläge! Weg mit dir! Du warst der Assi mit den krassen Feuerbällen. So, dann haben wir das. Heilung. So, du hast Licht gemacht, das finde ich gut. Ah, Bücher. Also ganz ehrlich, das habe ich mir sehr viel schwieriger jetzt vorgestellt. Ich meine, war eklig, dass ich da hinter der herrennen musste. Klar, Utgard. Kann natürlich auch daran liegen, dass ich diesmal wieder ein Dunkelelf spiele. Und die haben ja eine 50%ige Feuerresistenz. Ne? Das ist dann da auch Deathball. So, da oben gehe ich noch nicht hin. Erstmal gucke ich mir die ganze Hütte hier an. Novizenchest. Astrein. Strongbox. Nehmen wir auch mit. Salz. Immer gut, ne? So, dann schauen wir mal, was hier noch so alles. Alter. Alter. Was war das? Bis du aufgestanden bist. Ruhe hier im Puff.
Utgard? Oh, Barbas. Barbas, Barbas, Barbas. So, können wir irgendwas entzaubern? Robe der geringen Veränderung. Jut. Und Bücher. Oh, Karte aktualisiert sogar. Ja, und dann hatte ich überlegt nach Solstheim, weil da gibt es ja die Blutsklattenklinge, ne? Und für einen Zweihänder ist sie schon echt cool. Und da wir mit dem Zweihänder jetzt schon auf 75 sind, und sowieso ich den möchte ich haben. Ich möchte Leute enthaupten. Das ist natürlich, wenn du Begleiter dabei hast, jetzt nicht so lustig. Allerdings, wenn du da viele Gegner vor dir rumrennst, kann das schon von Vorteil sein. Nochmal Karte aktualisiert. Beschworenes Schwert kenne ich schon. Ist ja ein Ding. Kalle. Der süße Duft von verbranntem Fleisch. Was? Narrisch, der Durchtriebene. Genug. Kalle. Komm mir nicht so. Verbessert. Sehr schön, sehr schön, sehr schön. Mächtiger Seelenstrein. Hospice. Utgard, wir gehen hier richtig mit Zaubern wieder raus. So, wie kriege ich das hier auf? Alter, was hast du denn da für einen Scheiß gemacht da drin? Was für ein Assi.
von die Bella. Schwebende Dolche und Bücher. Bücher, 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 Bücher. Ach so. Da. Ich bin nach einer durchgezechten Nacht ohne Erinnerung aufgewacht. Und Isolda in Weißlauf hat mir erzählt, dass ich im Morwunska nach Sam suchen soll. Naja, da ist zwar unten hier noch die Quest, finde den Stab und ja, finde Sam Genevieve. Und da hätte ich eigentlich nach Rorikstadt, glaube ich, hingemusst. Und ich habe ja auch noch hier diese Einkaufsliste. Aber dadurch, dass mich... ja, das ist auch neu. Ich habe neue Texturen für die Dungeons. I like. Ah, und der Dirt Replacer. Der wurde gestern auch geupdatet. Gefällt mir richtig gut, was da so bei rumkam. So, dann sind wir durch. Gut. Dann können wir zum Questmarker laufen. Bin ich selber da durchgelaufen? What that? Gold, mangelhafter Walerstein, Elfenstiefel der Ausdauer, Stab der Raserei. Ich möchte erstmal noch da mein Opfer dran. Rezept. Kleiner Seelenstein. Was hat der Chef denn hier drin gehabt? Bisschen Gold. Gut, dann haben wir das. Schön. Da seid ihr ja. Ich habe schon befürchtet, ihr schafft es nicht. Was für eine Reise, wo sind wir? Ich dachte mir schon, dass ihr euch vielleicht nicht an eure erste Reise hierher erinnert. Ihr hattet eine große Nacht. Den Stab habt ihr euch redlich verdient. Ich habe all die Dinge, um den Stab zu reparieren. Oh, die Hexenrabenfeder und so weiter. Ja. Das Zeug könnt ihr wegwerfen. Wisst ihr... Das war eigentlich nur ein Vorwand, um euch hinaus in die Welt zu schicken, damit ihr gute Laune verbreitet. Mhm. Ich schulde euch doch kein Geld, oder?
Warum habt ihr mich gewählt? Ich werde ehrlich zu euch sein. Ich überdenke meine Entscheidung nicht immer gründlich. Aber ihr habt Großes vor euch. Vielleicht könnte euer alter Onkel Sanguine dafür sorgen, dass euer Kurs sich ein wenig ändert. Ja. Ja? Wer seid ihr eigentlich? Ich bin Sanguine, der dädrische Prinz der Ausschweifungen. Ich weiß. Wie konnte ich euch nur belügen? Aber wie hätte ich euch trauen können, bevor wir ein wenig miteinander gezecht hatten? Aber es wurde mir schnell klar, dass ihr einen interessanteren Träger meines nicht ganz so heiligen Stabes abgeben würdet, als dieses Häufchen Trübsal. Sanguines Rose hinzugefügt. Danke, glaube ich. Das Vergnügen ist ganz meinerseits. Aber ihr solltet jetzt gehen. Es macht keinen Spaß, euch hier mit dem Stab einzusperren. Da. Kronk, hast du gesehen, wie so eine... Gehen wir zurück in Weißlauf? So sollte eine Dedera-Rüstung aussehen und nicht wie bei Gronk. Also, die war... Wo bin ich hier? Das ist doch die Taverne, ne? Wo da alles angefangen hat. Aber der ist perfekt. Weil dann kann ich euch gleich die neue Mod präsentieren. Nennt sich Projekt Hippie. Und alles, was diese Mod macht, ist ein paar Bäume. In gewissen Städten hinzufügen. Also ich habe in Riften geguckt, da stehen auch ein paar Bäume mehr, aber ich finde, hier in Weißlauf ist der Effekt am bemerkenswertesten. Sieht einfach nur wunderschön aus. Na, so ein paar Birken. Hat schon was. Na, und verändert halt nicht komplett den Charakter von Weißlauf. Da, unser Golden-Grün-Baum, der ist auch wieder am Blühen. Ne, das ist keine Mod, sondern das ist die Quest gewesen. So, hier haben wir auch ein paar Bäume mehr, glaube ich. Ja, ne? Und der Witz ist, ich musste die Mod suchen. Also die war weder bei Highlights noch sonst wo dabei. Ist eine ganz kleine Mod, also ganz wenig, ich glaube im Kilobyte-Bereich sogar nur. Aber ist wunderschön. Ja. Wir können uns auch mal draußen bei Weißlauf die ganze Sache mal angucken. Ja, und so hier beim Laufen, da merke ich es. Also ich bin extremst langsam. Aber stört mich absolut nicht. Ja, nur das hier, das ist wonderful. I like. Krabbe, Heuschrecke, was auch immer. Na, hier stehen auch ein paar Bäume mehr. Sieht alles einfach wesentlich stimmiger aus.
Kajit haben ein paar Bäume jetzt. Ne? Weil sonst war ja Weißlauf jetzt eher kahl, ne? Aber eben auch nicht zu viele. So, und dann habe ich noch eine andere Mod hinzugefügt. Die nennt sich Forests of Skyrim. Ist das richtig? Ja, Forests of Skyrim. Und in der Mod-Beschreibung stand, ja, frei übersetzt, dass sie quasi die Umgebung von Falkenring und Flusswald ja in so einen kleinen Urwald verwandelt. Und mit dem Warnhinweis, man sollte sich nicht verirren. Und da war ich eher vorsichtig, weil, wie gesagt, also ich möchte den Charakter nicht. Also ich finde es schön so, das finde ich einfach, das ist wunderschön. Ne? Nur ich möchte den Charakter halt nicht verändern. Ne? Ich möchte Weißlauf noch als Weißlauf erkennen und ich finde, das ist mir mit dieser Mod gelungen. Ne? Also es sieht stimmiger aus als vorher und der Charakter von Weißlauf bleibt weiterhin erhalten. Und was wichtig ist, es funktioniert. Also wir wurden ja jetzt gerade von Sanguine zurückteleportiert. Und da fällt es mir dann meistens auf, also bei Schnellreisen, da habe ich dann schon mal Abstürze. Nur jetzt eben bei der Schnellreise, da gab es keinen Absturz. Ach so. Gut, Gerd. Ich bin noch da. Ich habe da was für dich. Was braucht ihr? Ich brauche gar nichts. Ich habe was für dich. Gib mir mal den Dietrich wieder zurück. So, du hast... Guck mal, 115 macht der Schaden, ey. Flammenaxt. So, und dann hab ich ja... Sanguines Rose. Das ist er. Unser erstes Dedra-Artefakt. Der Stab sieht mega aus. Finde ich. Ist wirklich ein schöner Stab. Und der beschwört für 60 Sekunden ein Dremora. So, und da eben Begleiter wesentlich mehr mit Stäben anfangen können als wir selbst, soll Utgard den benutzen. Den nehme ich ihr natürlich dann irgendwann weg, aber sie darf da ruhig mal ein paar Dremora beschwören. So. Und damit beende ich die heutige Folge. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ich bedanke mich fürs Zusehen und ich wünsche euch was.